Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Squad Builder Challenge mit und von Zalando 7 Games. Und es ist eine ganz besondere Squad Builder Challenge, denn wir lösen die SBC nicht, um einen bestimmten Spieler zu bekommen, sondern um die Packs zu bekommen, ganz genau. Denn es gibt ein paar SBCs, wo es sich lohnt, sozusagen sich die Packs abzuholen. In dem Fall habe ich hier die 45k, die Prime Goldspieler Set ausgewählt. Das heißt, normalerweise kostet so ein Set 45k, wenn man das im Shop holt für Coins. Aber in diesen SBCs sind sie deutlich günstiger, von ca. 12 bis 25k geht das Ganze. Und ja, wir machen fast alle bis auf 3 Stück, die habe ich nämlich schon. Und da zeige ich euch aber trotzdem jetzt einmal die Mannschaften bzw. die Lösungen an. Zum einen ist das die AS Monaco bei der Petit Prime SBC. Dort gibt es eine SBC, die nennt sich AS Monaco. Dort kostet die SBC ca. 25k und man bekommt dafür ein 45k Set. Dann gibt es noch bei der Ligue SBC der Ligue 1, nämlich die Mannschaften Marseille und Paris. Dort bekommt man auch jeweils ein 45k-Set und muss dafür nur 13 bzw. ca. 19k zahlen. Auch hier einmal das Team für Marseille und genau dasselbe Spiel natürlich hier auch nochmal für das Team von Paris. Und dann hätten wir schon hier 3 45k-Sets, das heißt 3 Sets, die 135k kosten, ja, und effektiv dafür bezahlt ca. 50-60k, von daher lohnt sich das schon. So, und dann bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5 Packs übrig und die machen wir jetzt einmal zusammen. So, wir starten jetzt auch direkt rein hier mit der Liga NOS. Dort gibt es nämlich 2 Teams, einmal FC Porto und Sporting Lissabon. Da kann man jeweils 45k Spieler bzw. Spielersets bekommen und ja, ich gehe einmal hier das Team durch, wie momentan das günstigste Team aussieht. So, das war Porto, das Team schicken wir natürlich ab, holen uns das 45k Set. Die Packs werden wir jetzt in diesem Video noch nicht öffnen. Hier erstmal Sporting Lissabon, auch hier die günstigste Lösung einmal für euch. Sporting kostet ca. 12k, FC Porto auch ca. 12k. So, und auch hier gibt es ein 45k Set. Die Packs werden dann in der Pelé Pack 2, glaube ich, geöffnet. Das Video blende ich auch hier, beziehungsweise die Playlist blende ich hier kurz ein oben rechts. Und ja, dort könnt ihr das dann auch verfolgen, was in den Packs drin war, ob es sich am Ende wirklich gelohnt hat. Aber zu den Preisen ist das eigentlich schon ganz okay. Wir gehen hier weiter mit der La Liga. Dort gibt es nämlich Sevilla 45k Set. Das ist das Team. Insgesamt kostet das ungefähr 15k. Das heißt auch hier recht günstig. Ich habe hier den Silber-Torwart reingetan, man kann auch natürlich den 81er Gold-Rico, ich hatte den halt hier noch übrig, deswegen habe ich den dann reingetan. Team absenden, nächstes Pack ist da und dann sind es noch 2, einmal in der Calcio A, nämlich Neapel, hier gibt es auch das 45k-Set. Hier habe ich 2 Änderungen gemacht, einmal habe ich hier Jorginho mit reingenommen und den RF hier Unas, den Silber. Man kann hier auch als RF natürlich, wo ist er denn, den Callejon nehmen. Aber ich habe mich halt dafür entschieden und dann nimmt man einfach als ZM hier Hüsei, kann man dann nehmen als ZM. Ich habe mich aber, beziehungsweise ich glaube sogar Hüsei als RF, ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ist das hier auch eine Lösung, die mehr oder weniger genauso viel kosten wird. Also auch hier circa 12-13k. Und daher könnt ihr das hier auch so nachbauen. Ich hatte halt den Silberspieler noch als untauschbar und deswegen verwende ich ihn natürlich hierfür. Schicken wir das Team ab und dann kommen wir hier zur letzten SBC. Das ist in der Bundesliga, nämlich die wunderschöne Mannschaft aus Dortmund, Borussia Dortmund. Und hier gibt es auch ein 45k-Set. Das ist das Team, das ich zusammengebaut habe. Kostet circa 13k, also auch sehr, sehr günstig. Und ja, das könnt ihr euch natürlich auch nachbauen. Passt perfekt, Loyalität braucht man nirgendwo. Das passt überall so mit der Teamchemie, habe ich extra darauf geachtet. Bis auf eine Ausnahme war nämlich bei Sevilla. Dort muss man den Stürmer Muriel eine Positionsänderungskarte geben, von Stürmer auf MS. Und ganz wichtig, dann passt das nämlich. Und ja, schicken wir das Team auch ab. Das heißt, jetzt haben wir hier 5 45k-Sets.
die alle insgesamt einen Wert von 225k haben, am Ende für circa ja, 60, muss ich einmal kurz rechnen, circa 100k sage ich jetzt einfach mal, also ungefähr die Hälfte, wenn nicht sogar weniger, vielleicht 70, 80k nur. Von daher passt das sehr gut. Was wir drin haben, natürlich passend jetzt hier zum Team of the Season, vor allem die Premier League, haben wir die jetzt gemacht. Und mal gucken, vielleicht ziehen wir ja ein Team of the Season, das könnt ihr euch gerne reinziehen. Wird in den nächsten Tagen dann in der Pelé Pack to Glory zu sehen sein. Also bleibt gespannt und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Und ja, falls ihr weiterhin Bock habt auf solche Videos, wo sich sozusagen diese Packs von diesen SBCs, Ligen-SBCs lohnen, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch rausholen und dann schaue ich mal noch, was es noch so für lohnenswerte Packs gibt. Das war natürlich mit dem Prime Goldspieler Set jetzt die besten, die es da gibt. Und ja, was gibt es Besseres als das Tots Premier League, wo man das verwenden kann. Von daher machen wir das und mal schauen, was wir bekommen. Also vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Bis dann. Tschüss.